Soll das eure Zukunft sein? Aussehen wie diese dort? Ihr seid da. Wir haben gehört, hier gibt's doch was essen. Wer seid ihr denn? Bruder! Dann watschen sie auf euch zu und ja, mit der Hand ausgestreckt. Ich bin Faisal. Ich glaube, wir kennen uns nicht, Faisal. Und das Essen hier drin ist, glaube ich, nur für uns bestimmt. Aber wir können euch was rausreichen, wenn ihr wieder geht. Hier ist so viel, das reicht doch für uns. Nun drüben im Buffet, da stehen ja die ganzen anderen. Ja, fast 200 Gäste, die da sind. Du kannst auch sehen, wie wohl auf der Seite schon noch das ein oder andere gekleckert wurde. Und ja, die anderen drei gehen wohl so ein bisschen an dir vorbei. Der eine winkt ja wohl noch kurz zu und dann stehen sie wohl so ein bisschen an der Schokolade und an den Keksen und greifen zu. Drei. Also ich bin Faisal, das ist da drüben Denis und das ist Ressan und Perdruck. Und du bist Diamantus, ja? Scheiße, ihr seid die anderen Männer von Rascha, nicht wahr? Ja, aus ihrem Harem. Du bist der Fünfte. Wir freuen uns. Endlich Was? einen neuen Bruder. Was ist denn nur aus euch geworden? Ihr lauft euch gegenseitig hinterher, haut mit eurer Wampe herum und schlagt euch den Bauch voll. Ist das euer Leben? Ja, bestes Leben. Früher mussten wir. Oh, guck mal da drüben, Denis musste auf dem Feld arbeiten. Ich war ein Held. Ich war in der Armee von Arkos. Ich war vor 3 Jahren wurde ich zum Rosenritter ernannt. Oh, kann man sich das vorstellen? Da musste ich tatsächlich mein Schwert halten. Und jetzt sieh mich an. Ich muss gar nicht mehr arbeiten. Ich bekomme das Essen einfach so. Und das Bier, wie es mundet. Wie hat euch denn auf ein Pferd geschafft, irgendwie? Deinem Kran? Nein. Wir sind mit der Kutsche gefahren. Glaubst du, ich kann noch reiten? Glaubst du, Reiten ist nicht gut für die Beine? Ich verstehe. Ihr schlagt euch hier den Bauch voll um. Ihr werdet gemästet? Wieso gemästet? Würdest du ja so tun, als würden wir das nicht wollen. Nein, nein. Dabei schiebt er sich irgendwie so ein großes Stück Sahnetorte in den Mund. Jetzt hat die Ikarin das Gesicht. Ich schieb ihn diese halbe angestocherte Torte, die ich noch vor mir stehen habe, rüber. Mir ist der Appetit vergangen. Ich möchte auf einmal nicht mehr. Und Boah. das Ganze hat angefangen, als ihr Rascha geheiratet habt. Was meinst du mit angefangen? Dass wir leben wie im Königreich? Du müsstest mal Palmyrabis erkennen. Mit den Wasserfällen, du sitzt auf den Balkonen und die Früchte wachsen dir in den Mund hinein, wie sie dann von den Ästen dick und fett runterbaumeln. Du musst einfach nur den Dienern sagen, sie sollen ein bisschen schütteln und schön fallen dir die Orangen in den Mund. Oh. Und das Eis. Und der Kuchen, die Kekse. Ich habe, nachher gibt es noch Hammelfleisch. Oh, wird auf das Wasser im Munde zusammen. Und du kannst sehen, wie da so ein fettiger Speichelfaden an seinem Mundwinkel entlang läuft. Eine frohe Zukunft, wie es scheint. Für euch. Nun, wollen wir hoffen, dass ihr nicht so endet wie diese drei Gestalten dort. Ja, seid doch froh, ihr müsst nicht mehr abenteuern. Wir haben gehört, ihr seid auch ein Held und wollt gegen Palligan ziehen. Damit ist dann Schluss, das müsst ihr gar nicht mehr machen. Bis ins hohe Alter nur noch essen. Oh, und auf faul auf der Haut liegen. Gemeinsam mit Raspatana. Das ist doch kein Leben. Diese Frau. Habt ihr mal ihre Hüften gesehen? Ich hatte schon das Vergnügen, sie zu sehen, aber es hat mir gereicht. Bei mir. Oh, ihre Hüften. Dabei leckt er sich so ein bisschen die Finger und geht dann wohl wieder zu dem Tisch, der sich unter den ganzen Speisen dann nach unten biegt und nimmt sich dann noch ein Bier. Aber prinzipiell ist das doch eine schöne Vorstellung. Also mit der Person, die man liebt, alt zu werden.
Wollt ihr das nicht eigentlich auch? Jeder verwechselt Alt und Fett miteinander, Boltax. Boltax! Ich kann nicht so enden. Ich brauche Hilfe. Gut, also wie soll ich dir helfen? Du bist der Bräutigam und ich bin dein Trauzeuge. Also, sag mir, was ich tun soll. Wir könnten einfach wieder gehen. Ah, das habt ihr euch aber spät überlegt. Ja, diese Gestalten wurden mir auch echt spät gezeigt. Hippolyta lacht dich so ein bisschen aus, zockt mit den Schultern, lasst euch doch eine Krankheit anfluchen. Ich schaue. Und warum seht ihr mich an? Und Serpentinium. Natürlich ließe sich das andere nicht an, aber trotzdem, warum seht ihr bei sowas zuerst mich an? Nun, ihr seht. Ich denke, das liegt am großen Vertrauen in eure Fähigkeiten. Ja. Versuchen wir mal das über die anderen beiden zu sagen. Soldier! Hier fehlt noch ein Stück Butter! Ich werde mich einfach dazu entscheiden, das Kompliment für bare Münze zu nehmen. Nun, sagt Bescheid, Diamantes, es lässt sich arrangieren. Diamantes, ich könnte euch versteinern. Diamantes, wenn du willst, hau ich dir aufs Maul. Währenddessen kannst du sehen, wie sich da wohl einer von den vier Männern sich so ein Stück großes Stück Butter in das Bier reinfallen lässt. In das Butterbier? Ja. ich brauch kurz einen Augenblick. Vielleicht etwas frische Luft. Wir sollten vor die Tür gehen. Ja, einen Moment. Kann ich auf Kochen würfeln, um herauszufinden, ob das noch normal ist oder ob die schon kaputt sind? Du kannst natürlich auf Kochen würfeln, um herauszufinden, dass das nicht normal ist. Ich kochen habe Kochen 1. Gerade du als leidenschaftlicher Säufer. Du kannst dich auch neue Rezepte in Erfahrung bringen. Oh, ich hab's tatsächlich geschafft. Connoisseure. Du weißt, dass Butter als Fett ein Geschmacksträger ist und damit schmeckt das Bier wohl noch vollmundiger. Das macht natürlich unglaublich dick und fett, ne? Aber so ganz unvernünftig sind die Jungs nicht. Also, ein Stück Butter wird da wohl auch gerade neu von Solscha gebracht. Wenn du möchtest, könntest du ebenso dir dein Bier mit Butter verfeinern. Naja, vielleicht etwas für später. Aber ich notiere es mir. Ja, neues Rezept aufgeschnappt. SE auf Kochen für euch alle. Ja. Yeah. Oder auf Bier brauen, könnt ihr umwandeln. Ich weigere mich. Sag da mal, Solcher, die Hochzeit soll morgen stattfinden, richtig? Also wenn ihr mögt, auch direkt heute Abend. Aber die Festivität wird sowieso 3 Tage dauern. 3 Tage lang? Ja, selbstverständlich, wenn wir schon mal hier angereist sind und ganz Jäckisch ist auf den Beinen und sie freuen sich alle. Wir haben auf alle Fälle genug zu essen für 3 Tage mitgebracht. Drei Tage ist keineswegs sehr lang. Und für wie viele Gäste? Pyramidische oder aranische Verhältnisse. Erwartet. Ja, das ist richtig. Also wie viele Gäste? Es werden wohl 200 Leute gewesen sein. Wir feiern dann im Innenhof von der Bayrona. Ich habe wohl gehört, dass Ariana von Pfiffenstock Ruchin hier ist oder Simon von Pfiffenstock. Was? Nur 200 Leute? Ja. Das ist aber sehr intim. Sajid Muliana ist auch hier. Also habt ihr nicht die weitere Verwandtschaft eingeladen? Also die Nichten und Neffen? Von Rashpatana meint ihr? Also Rashpatana, ne, ist auch hier. Nein, ich spreche von, wieso sind es nur 200 Leute? Das kann ich nicht nachvollziehen. Boltax, Diamantes Familie ist ja auch nicht hier. Kann sein, dass die anderen noch unterwegs sind. Ich weiß es nicht. Aber aus Jerkisch kommen wohl so viele, wie in den Beruns passen. Ja, ich denke auch, dass das die Kapazitäten der Stadt schon ziemlich ausschöpft. Die Frage ist allerdings, wieso die Wahl gerade auf diesen Ort für die Hochzeit gefallen ist. Ja, wie gesagt, mir wurde gesagt von Rashpatana, dass ihr hierhin unterwegs seid. Und deswegen haben wir das hier gemacht, weil wir nicht wussten. Wir wären ja auch nach Zorgan gekommen, wo wir euch das letzte Mal getroffen hatten, aber uns wurde nicht gesagt, dass ihr nach Zorgan kommt. Alles, was wir wussten, war wohl, dass ihr nach Jerkesh wollt. Natürlich. Aber kommt, Diamantes. Wir wollten an die frische Luft. Ja. Das wird euch sicher gut tun. Unter den Palmen. Mir sicher, dies wird euch ein wenig den Kopf klarer machen,
Also ich lotse Diamantes mal nach draußen und schaue dann, ob noch Leute in Hörweite sind oder ob wir unter uns sprechen können. Also es sind immer viele Leute da, aber wenn du dann gerade hinten rausgehst oder so zu der Wiese, wo du dann noch den Strauß da erkennen kannst, den Reitstrauß von Boltax oder die Pferde von euch, du hast ja auch noch die 4-5 anderen Pferde mitgebracht von Heiligen dem Häuter, da wirst du dann auf alle Fälle dann auch genug Platz haben, dass du da ungestört reden kannst. Warte, geht ihr jetzt alleine dahin oder marschieren wir alle mit? Nein, also ich hatte euch alle eingeladen, mitzukommen. Hauptsache, dass keine anderen... Ich wollte nur sicher gegangen sein, bevor ich jetzt gleich in ein privates Gespräch mit meinem Ellenbogen reinspringe. Ist Hippolyta dabei oder Kelbarra? Die sind okay. Gut. Und was hat Rasulan gemacht? Rasulan würde dann, wenn ihr das auch so zu verstehen gebt, er ist ein Menschenkenner, würde dann euch einmal noch höflich zunicken, dir vielleicht nochmal seine Hand auf die Schulter legen und dann wieder nach draußen stolzieren, um sicherlich in Richtung des Bayrunspalasts abzuwiegen. Boah, also ich würde die anderen so ein bisschen als schützende Mauer gegen andere Leute benutzen und mir dann Diamantes schnappen. Hör zu, Diamantes. Es gibt eine Möglichkeit. Wisst ihr, seit wir hier sind, versuche ich herauszufinden, was genau hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Wie fange ich an? Ihr wisst, dass meine Göttin für sehr viele Dinge steht, oder? Für Schönheit, Harmonie, Musik, Kunst, sind schon einige Dinge. Wein, Pferde, Sexualität, Drogen, die schönen Dinge des Lebens. Und nun ja, so wie meine Göttin für ganz viele Dinge zuständig ist, so streckt auch ihre Widersacherin nach ganz vielen Dingen und auf ganz verschiedene Weise ihre Krallen aus. Und naja, eine dieser Sachen ist Exzess. Und Exzess kann sich in ganz unterschiedlicher Weise äußern. Vielleicht auch daran, dass jemand zu viel isst. Vielleicht gibt es jemanden, der versucht oder schon einigen Erfolg dabei hatte, Einfluss auf Rashpatana zu nehmen. Sie wird in ihren Taten fast wie eine Mehamionette. Aber nein, das kann... Kann es doch nicht sein. Wer würde einem solch liebreizenden Wesen so etwas antun? Mir würde nur ein, zwei Leute einfallen. Aber ich kann dieses Bild nicht mehr aus meinem Kopf bekommen. Diese fetten und faulen Leute, die sie ihre Ehemänner schimpft. So etwas kann nicht aus mir werden. So etwas darf nicht aus mir werden. Habt ihr denn schon einmal darüber gesprochen, wie sie sich eure Zukunft vorstellt? Also, ob ihr dann in ihrem Harem leben sollt oder ob ihr weiterhin auf Abenteuerfahrt geht? Warum habt ihr euch überhaupt mit etwas so Schrecklichem verloben lassen? Hey, Serpentilio, ich habe das jetzt ein paar Mal an diesem Tag gehört, aber das reicht. Das ist immer noch meine Angetraute, worüber du sprichst. Ich habe kein Problem, dir hier und jetzt eine reinzuhauen, auch wenn ich dich mag. Bitte tut euch keinen Zwang an, wenn es euch der Wahrheit näher bringt. Serpentilio, eure Vorstellungen von Schönheit sind nicht universal. Es sind eure Vorstellungen und eure Vorlieben. Und andere Leute mögen ganz andere haben. Meine Vorstellungen von einem Angetrauten allerdings in einem solchen Falle ist eine, die euch nicht versucht, von eurem eigentlichen Lebenszweck fortzuzerren. Nun... Das ist eben meine Frage, ob sie das tatsächlich tut. Es ist Diamantes. Wir haben geredet. Wir haben viel geredet. Ich habe viel über die See geredet und das, was ich schon alles erlebt habe, was mir widerfahren ist. Und sie hat über ihren Palast und eigentlich ziemlich viel über Essen geredet. Ich glaube, wir haben halb aneinander vorbeigesprochen. Es war auch eine ziemlich kurze Nacht. Viel geschlafen haben wir nicht. Und im Grunde kenne ich sie nur einen Tag lang. Ich verstehe euer Problem. Was mich zurück zu der Frage bringt. Warum habt ihr euch mit der Frau verlobt? Moment, die Frage ist doch vollkommen irrelevant. Die wichtige Frage, die zu stellen ist, mögt ihr sie? Nun, ich versuche zu ergründen, ob meine Geistesbeeinflussung vorliegt. Nein. Diamantes, mögt ihr sie?
Wie kann man dieses Antlitz von Schönheit nur nicht mögen? Direkt als ich sie gesehen habe, habe ich fast schon angefangen zu stottern. Und als ich gehört habe, dass Rafim sich mit ihr vermählen muss, soll, ich war bereit, ihn hier und da herauszufordern. Aber er wollte nicht. Und das war mein Glück. Voltax, dies klingt für mich in der Tat wie eine Geistesbeeinflussung. Vielleicht solltet ihr das versuchen, der Sache nachzuspüren. Nur für den Fall der Fälle. Wenn dem so ist, hält sie nun allerdings schon seit einem halben Jahr in etwa an. Das ist richtig. Diamantis, wärt ihr wohl damit einverstanden, wenn ich einmal kurz in euren Geist blicke hinsichtlich eurer Gefühle? Vielleicht kann ich daraus etwas für die Hochzeitsrede improvisieren. Ich weiß, du hast mir das schon öfter angeboten und wir haben das auch in einigen Verhörmethoden gemacht, aber ich fühle mich irgendwie unwohl dabei zu wissen, dass jemand in meinem Geist ist, Voltax. Wenn du das nicht anders herausfinden kannst, habe ich irgendwie... Dann lasst uns einfach ein intensives Gespräch miteinander führen. Ihr erzählt mir, was ihr so Besonderes an ihr findet. Ich kann das ja nachvollziehen. Ich habe ja auch eine wundervolle Angetraute. Oh, Angroschminia. Wie dem auch sei. Du erzählst mir ein bisschen von deiner Raspatana und ich höre mir das an. Und vielleicht habe ich da noch ein paar Möglichkeiten, etwas für meine Hochzeitsrede herauszunehmen. Voltax, ich glaube, das würde jetzt ein bisschen lange dauern. Nun, entweder wir können es schnell machen oder wir können es richtig machen. Ich möchte nicht einfach jemandem in den Geist blicken, der es nicht möchte. Und ja, nicht noch einmal. Fest steht, dass Diamantis, als wir auf den Ort zukamen, bereits seine Sehnsucht nach Raspatana zum Ausdruck gebracht hat. Es kann also nicht sein, dass ihn kurzfristig jemand verzaubert hat oder so. Nun, ein längerfristiger Zauber würde einen gewissen Eindruck hinterlassen. Ich kann natürlich einmal schnell blicken, ob denn ein Zauber generell auf ihm liegt. Und das würde ich dann auch mal tun. Ich würde einen Odem auf Diamantis wirken mit, ich lasse mir wieder Zeit. Ich weiß ja, dass er magisch ist. Das werde ich wahrscheinlich auch durch den Odem sehen, aber trotz alledem. So oder so, Capitania, irgendetwas ist hier im Busch und wir müssen Sorge tragen, herauszufinden, was hier wir in alle Falle laufen. Also, Diamantis ist Viertelzauberer. Er steht aber nicht unter einem Einfluss. Okay. Und die Mond soll über eine Maske verdeckt sein. Packt mal, das würdest du sonst erkennen. Aber das Mondsilber verhindert das halt. Und der Rest seines Körpers ist eben nicht dämonisch, sondern nur das Packmal. Alles klar. Ja, das hatte ich ja auch gehofft. Also ja, genau. Also alles gut. Ich wollte nur kurz überlegen. Hast du irgendwelche Artefakte, die leuchten, die offensichtbar sind? Nein, meine Artefakte sind bisher alle noch nicht fertig. Ja, ich kümmere mich ja darum, wenn wir auf dem Schiff sind. Ja, das sind ja die Informationen. Also er steht nicht unter einem geistigen Einfluss. Nun, es scheint keine Einflussmagie auf ihm zu liegen. Alles gut. Was haltet ihr davon, wenn ich den Schleier benutze und ein wenig umherwandere in der Nähe von wichtigen Leuten? Vielleicht schnappe ich etwas auf. Ihr wollt sie belauschen? Ist das nicht sehr unhöflich? Nun, ich denke, unseren Geschützmeister zu verfetten und vom Schiff herunterlocken zu wollen, ist ebenso ein wenig unhöflich. Denkt ihr nicht, Abelmir? Nun, das hat mit seiner Hochzeit zu tun. Damit ist er freiwillig einverstanden gewesen. Ebenso ist es doch auch ein wenig unhöflich, jemandem einfach so an die Hochzeitsfeier in den Schoß zu werfen, von der er vor seinem Aufbruch noch gar nichts wusste. Ich denke, unhöflich ist hier nicht die Kategorie, in der wir denken sollten. Richtig. Ich denke, hier geht es zum einen um Diamantes Beziehung, um seine Liebe. Und zum anderen geht es um den Erfolg unserer Mission. Dieses ganze Aufgebot hier wirkt mir doch sehr wie etwas, wie ein Stolperstein, den man uns in den Weg legt. Absichtlich. Und mich würde doch sehr interessieren, wer. Sulamina hat recht. Hier muss irgendwer mit Raschas Gefühlen zu mir spielen.
damit das hier alles an diesem Tag und genau hier aufgebaut wurde. Kann kein Zufall sein. Wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt. Wenn das der Wunsch des Bräutigams ist, werden wir das tun. Ich denke, fürs Erste sind wir verpflichtet, beziehungsweise unsere Abwesenheit würde auffallen. Ich denke, wir sollten zunächst zum Abendessen gehen, wo besagte wichtige Personen anwesend sein werden. Dann lasst uns sehen, ob wir dort etwas erfahren oder erahnen können. Und wenn sich dann alle zurückziehen, dann, nun ja, dann ist sicher noch Zeit, um diesen Plan weiter zu verfolgen. Sag da mal, Kilbara, was, wir sind ja jetzt unter uns. Was könnt ihr uns über diesen Rasulan sagen? Er wirkt mir doch etwas, nun ja, unheimlich. Zu glatt, nicht wahr? Ja. Nun, das liegt daran, dass er, ja, privater Lehrmeister, natürlich. Er war Lehrmeister an der Schule in Elbow. Oh. Wie alt ist der Mann, denkt ihr? Wie alt er ist, das mag ich unmöglich zu sagen. Aber ja, er sieht gut aus, tatsächlich. Intelligent, skrupellos, machthungrig. Nun, er sprach von mehrerer Chimerologie. Nun, er sieht sich selbst als ein Erbe der Magier-Mogule. Das Kuriose ist, in Mirham wird keine Chimerologie mehr betrieben, seit jemand, dessen Name nicht genannt werden soll, mit allen wichtigen Materialien und Texten getürmt ist. Vor längerer Zeit. Ich glaube, ich weiß, auf wen ihr anspielt. Interessiere ich mich doch sehr dafür, woher er diese Idee entwickelt hat. Nun, und dafür, was er weiß. Seine Chimären sind tatsächlich ziemlich herausragend, muss man sagen. Er versteht sich zwar überhaupt nicht auf den Kampf, wohl aber um die Verführung und vor allem der Imperavi, den beherrscht er wie kein Zweiter. Kapitän, ja, wenn ihr so geneigt seid, werde ich mir den Mann ein wenig näher vorknöpfen im Laufe der Feier. Serpentilio, seid vorsichtig. Er hat etwa einen so großen Astralvorrat wie ihr. Habe gehört, dass er sich wohl an der einen oder anderen Schülerin gütig getan hat. Wenn ihr versteht? Nun, ich werde Sorge tragen. Hoffentlich. Ey, Diamantes, hättet ihr eine Gabel für mich? Hier liegen Dutzende Gabeln rum, aber eine mitgenommen habe ich nicht. Dort drüben im Zelt mit dem Kuchen. Da war ein ganzer Korb voller Gabel. Ja doch. Und sieht ihn irritiert an und meint dann... Ventino geht derweil schon irgendwie zerstreut in Richtung Kuchenzelt. Kommt dann wenig später, wenn ihr noch ein paar Minuten hier steht, mit einer Gabel zurück. Ihr habt eine Gabel. Warum genau? Ich dachte daran, etwas vorzubereiten und mir die Hammer beizustehen. Kleinigkeiten, Spielereien, wenn ihr so wollt. Wunderbar. Wisst ihr, was Seltsames mit diesem Rasulan? Er ist sehr prächtig, ich weiß. Ja, er ist schön anzusehen. Naja. Aber als ich ihn sah, genauso hatte ich mir Donatian von Terilia vorgestellt. Irgendwie. Ich hatte nur so eine vage Vorstellung, aber als ich ihn sah, ich musste sofort an ihn denken. Aber er sah doch nicht aus wie Donatian. Tja, das liegt daran, dass Donatian auf den Gemälden kein Gesicht hatte. Ihr erinnert euch? Naja, aber ich habe... Wir wissen nicht. Ich habe ihn ja gesehen. Ja, du hast ihn gesehen. Er sah tatsächlich ähnlich aus. Das, ja, sehr ähnlich. Und Kapitän, ja, ich rück ihm einfach den aktivierten Tetraeder überreichen und schauen, was passiert. Auf gar keinen Fall. Ich hoffe auch, dass es zu riskant ist. Ich würde einfach sagen, wir ignorieren ihn, so hart wie wir auch können. Und dann sollten wir Diamantes zu dieser dummen Hochzeit schicken. Und dann kümmern wir uns darum, dass wir das historische Jackisch finden. Warum nennen denn alle hier meine Hochzeit dumm? Weil es eine absolute Zeitverschwendung ist. Auf jeden Fall. Aber um noch einmal zum wichtigen Punkt der Sache zurückzukommen. Wenn wir nicht mit dem Mann... umgehen wollen, sollten wir vielleicht Sorge tragen, ihn zu eliminieren. Ihn frei schweben zu lassen, erscheint mir töricht. Wir können doch nicht einfach jemanden umbringen, nur weil wir ihn verdächtigen. Aber Abelmire, was habt ihr für einen verdorbenen Verstand, dass ihr direkt an einen Mord denkt?
Nun, ihr sagt ja, den eliminieren, dann denke ich natürlich an Mord. Ihr seid Gildenmagier. Strengt bitte ein wenig euren Kopf an. Es gibt schließlich viele Möglichkeiten, jemanden einige Stunden außer Gefecht zu setzen. Ich könnte ihn versteinern. Zum Beispiel eine hervorragende Idee. Nun, wisst ihr nicht davon? Aber natürlich, ihre Betana kommt nur sofort wieder auf Blut und Eingeweide. Nun, er weiß dann davon und dann machen wir uns auf jeden Fall ihn zum Feind. Ihn auf einer Raya-heiligen Mission zu vergiften, würde ich auch ausschließen. Ich denke, er ist aus einem bestimmten Grund hier. Vielleicht aus dem Gegenteiligen wie wir. Nun, Kelbara und ich mögen Blutserben des Donatian von Terilia sein. Aber vielleicht ist er einer von denen, die gerne sein Amtsnachfolger wären. Wir sollten uns als Spielsteine der Götter betrachten. Ich einer der Zadu, einer der Raya. Vielleicht ist er ein Spielstein eines anderen Gottes oder einer anderen Entität, die hier ihn ebenso platziert hat. Damit müssen wir uns abfinden. Ignorieren wir ihn und tun das, warum wir hier sind. Nun, ich bin ein Spielstein der Sumu. Das macht durchaus Sinn. Also, Kapitania, was ist euer Wille?